Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem meiner bereisten Länder vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Argentinien. Ganz wichtig an dieser Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich euch hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch da oben noch einmal verlinkt. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und ich möchte auch sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen in diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus weiter informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Und damit beginnen wir mit meinen Tipps zur Anreise. Die Anreise nach Argentinien habe ich schon auf dem Land- und Luftweg erlebt. Meist wird man von Deutschland aus direkt nach Buenos Aires fliegen oder in Brasilien umsteigen, zum Beispiel in São Paulo. Ein Direktflug aus Deutschland dauert etwa 12 Stunden und kostet so im Bereich von 800 bis 1000 Euro. Die Lufthansa bedient mit LH510 hin bzw. LH511 zurück einen bekannten Nachtflug für eben diese Strecke. Buenos Aires hat zwei Flughäfen, den ESISA mit dem IATA-Code EZE, der für internationale Flüge verwendet wird, und der Aeroparque mit dem IATA-Code AEP für Inlandsflüge. Beide Flughäfen werden auch gerne unter dem IATA-Code BUE zusammengefasst, liegen aber 35 Kilometer auseinander. Naturgemäß erfolgt kein Durchchecken des Gepäcks. Der EZE liegt außerhalb des Stadtgebietes, der AEP liegt innerhalb des Stadtgebietes und zwar auch direkt am Rio de la Plata. Will man auf einen Inlandsflug umsteigen, ist folglich der Flughafen zu wechseln. Reisende, die ca. nur so 3 bis 4 Stunden Umsteigezeit hatten, berichteten bereits auf Internetportalen davon, dass es zeitlich doch etwas knapp werden könnte, weil hier auch der innerstädtische Verkehr zu beachten ist. Ich hatte bei meiner Reise etwa 6,5 Stunden vom System zugewiesen bekommen, das war auf jeden Fall sehr angenehm. Für den Transport bietet die argentinische Fluglinie Aerolíneas Argentinas einen Shuttle-Service an, der aber auch nur für eben solche Fluggäste, die mit dieser Fluglinie vollständig geflogen sind, zur Verfügung steht. Meist wird man auf ein Taxi zurückgreifen. Das Auswärtige Amt empfiehlt, aus Sicherheitsgründen nicht die vor dem Terminal wartenden Taxis zu verwenden. Stattdessen bucht man sich in der Ankunftshalle ein Remis, also ein Chauffeurservice. Direkt nach der Halle mit den Kofferbändern kommt man in eine kleine Vorhalle, wo entsprechende Stände zu finden sind. Die Kosten betragen etwa 30 US-Dollar für einen solchen Fahrdienst. Der Service ist prepaid und soll recht sicher sein. In meinem Fall dauerte die Transportfahrt ungefähr so, bei der Verkehrslage 40 Minuten. Im Ankunftsbereich findet man außerdem preiswerte Busverbindungen, zum Beispiel die Gesellschaft Tienda León. Bei meinem Chile-Trip war ich auch schon auf dem Landweg mit dem Auto eingereist. Man beachte hier, dass bei der Anmiete des Fahrzeugs die Grenzquerung vorab anzugeben ist. Dazu erhält man nämlich vorab notariell erstellte Dokumente zur Grenzquerung. Schauen wir uns mal so ein bisschen die Einreise näher an. Ja, bei meiner Argentinien-Reise im Jahr 2018 wurde im Flugzeug keinerlei Arrival Card oder ähnliches verteilt. Am Boden also einfach nur bei der Immigration Reisepass vorzeigen, Stempel rein und fertig. Manche Reisende wurden zum Vorzeigen eines Rückflugtickets gebeten. Bei der Einreise wird der rechte Fingerabdruck gescannt und ein Foto durch den Schalterbeamten gefertigt. Der Reisepass sollte noch mindestens ein halbes Jahr über den Reisezeitraum hinaus gültig sein. Selbstredend sind bei diesem Punkt natürlich auch die aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes maßgeblich. Bei meiner Chile-Reise vor einigen Jahren wurde übrigens noch eine Touristenkarte beim jeweiligen Einreiseschalter, egal ob Landweg oder Flughafen, ausgestellt, die man im Pass behalten musste. Bei der Ausreise musste diese Karte dann wieder abgegeben werden. Argentinien ist groß, sehr groß. Jedem Reisenden sei empfohlen, sich Spots auszusuchen und gegebenenfalls Inlandsflüge zu nutzen, damit man nicht zu viel Zeit auf der Straße verbringt. Es sei denn, die Reise ist als Roadtrip konzipiert. Speziell in Patagonien sieht man viele Fahrzeuge mit deutschem Kennzeichen, dazu Autos aus den USA, Südafrika und natürlich aus dem Nachbarland Chile. Zwar gibt es nur eine Zeitzone, also zur deutschen Winterzeit minus 4 Stunden, doch vor allem die Längenausdehnung
von den Iguazu-Wasserfällen im Norden, und das ist ja schon der Bereich Subtropen, bis Feuerland in der Subantarktis ist faszinierend. Während das Land zudem im östlichen Teil noch halbwegs flach ist, steigt es im westlichen Teil zu den Anden hin extrem an. In der Gegend Salta ist zum Beispiel der Straßenpass Abra del Acay mit etwa 4900 Meter über Normalnull ein Spitzenpunkt, der noch durch einige umliegende Berge und weitere Vulkane überragt wird. In luftigen Höhen ist daher auch die Höhenkrankheit durchaus ein Thema. Touristische Spots sind auf jeden Fall die Hauptstadt Buenos Aires, die Städte Mendoza und Córdoba, die Gegend um Salta, die Iguazu-Wasserfälle an der Grenze zu Brasilien im Norden, Patagonien bis Feuerland und auch die Atlantikküste, wobei die Stadt Mar del Plata einen Badeort gleicht. Man sollte also eine Auswahl treffen, um nicht zu sehr durch das Land zu hetzen. Die Argentinier an sich sind offen und freundlich. Vorherrschend ist die spanische Sprache. Rudimentäre Sprachkenntnisse des Spanischen sind zu empfehlen. Englisch wird zumindest an den Flughäfen und in größeren Tourispots, stellenweise in Salta, Iguazu, Buenos Aires, auch El Chalten, verstanden. Die Argentinier kommen mir zumindest ein wenig offener daher als zum Beispiel die Peruaner, die mir etwas verschlossener wirkten. Gern ziehen die Argentinier gleich mit einem großen Vokabular vom Latz, um einen Smalltalk zu beginnen. Durch die Längenausdehnung von Patagonien bis zu den Iguazu-Wasserfällen hat Argentinien viele Klimazonen. Während es in Iguazu im Norden subtropisch mit Temperaturen bis zu 35 Grad und hoher Luftfeuchte zugeht, kann es im gleichen Monat, zum Beispiel im Dezember, also meinem Reisemonat zu der Reise damals, in Feuerland nachts auch mal durchaus 0 Grad kalt sein. Schnee und harsche Winde kommen hier ebenfalls vor. Für eine ausgedehnte Argentinienreise habe man also ein umfassendes Kleidungsrepertoire im Koffer. Die Gegend um Salta ist zudem interessant, als das Salta in einer grünen Senke auf etwa 1100 Meter liegt und das umliegende Hochland bis auf teils mehr als 3000 Meter ansteigt und ein ganz trockenes, eigenes, arides Klima aufweist. Für Patagonien empfiehlt sich oft der Zwiebeltrick, mehrere Schichten. Zum Beispiel in El Chalten habe ich es im Dezember stürmisch erlebt. Gleichzeitig kann in der einen Stunde die Sonne scheinen und in der nächsten eine kräftige Regenschauer runtergehen. Bei stürmischen Winden kann es in der Sonne aber auch mal durchaus 25 Grad haben. In der Schwüle Iguazus ist besonders ein Mix aus Sonnencreme, Mückenschutzmittel und Schweiß markant. Für Steckdosen ist ein Adapter erforderlich. Es kommt der gleiche wie in Australien oder Neuseeland zur Anwendung, also die Steckernorm mit den 45 Grad schräg gestellten Kontakten. Das Stromnetz ist eigentlich von recht guter Qualität. In Iguazu gab es besonders in den Abendstunden Stromschwankungen, weil die Leute wohl alle ihre Klimaanlagen angeschmissen haben. In Perito Moreno in Patagonien gab es nach einer heftigen Regenschauer für 3 Stunden einen Stromausfall. Landeswährung ist der argentinische Peso, abgekürzt auch AR und ein Dollarzeichen. Zum Zeitpunkt meiner Reise ist er von einer starken Inflation betroffen. Das Bargeld spielt auch noch eine sehr präsente Rolle, aber man kann in vielen Restaurants, Supermärkten und an Tankstellen mit Kreditkarte bezahlen. Es kann aber Sinn machen, vorher zu fragen, ob das eben auch möglich ist. Also vielerorts weisen Visa- und Master-Symbole auf die Zahlungsmöglichkeit hin. Manchmal kommt es aber auch vor, dass entweder nur Visa oder nur Mastercard akzeptiert werden. Es macht in Argentinien also auf jeden Fall Sinn, beide Kartensysteme zu besitzen. Recht oft muss man auf dem Quittungsbeleg bei Kartenzahlung zusätzlich zur Unterschrift, das heißt auf Spanisch Firma, noch eine Nummer eines gültigen Ausweisdokumentes draufschreiben, zum Beispiel die Nummer des Reisepasses. Beim Ziehen von Geld aus dem Automaten wird zudem eine nicht unerhebliche Gebühr von etwa 350 Pesos, das entspricht 8 Euro, der argentinischen Bank erhoben. Hinzu kommen gegebenenfalls noch die Gebühren des deutschen Kreditinstituts von den typischen 5 Euro, sofern man auf Kredit und nicht auf Guthaben Geld zieht. Bargeld ist damit also wirklich relativ teuer. Übernachtungsgelegenheiten gibt es in Argentinien viele, von Hotels bis zu Hospedajes über Cabañas. Die Palette ist groß. Öfter sieht man auch mal am Straßenrand Hinweisschilder Hospedaje, sodass man auch versuchen könnte, aufs Blaue einfach mal drauf loszufahren, um eben per Zu eine Übernachtungsgelegenheit zu suchen und zu finden. Weiterhin gibt es gefühlt viele Campingplätze, wenn man weiß, wo sie sind. Die Preisspanne für Übernachtungen bewegt sich somit auf einem sehr breiten Level. Von 8 Euro bis 150 Euro pro Nacht ist alles dabei. Für 30 Euro bekommt man aber bereits ein passables Hotelzimmer. Ein guter Trick kann es sein, etwa so 2 bis 3 Tage vorher über einschlägige Apps eine Hotelübernachtung zu buchen, die man dann auch gezielt anfährt.
Leider nicht immer, aber gelegentlich erfolgt dabei die Bezahlung auch gleich in Deutschland übers hinterlegte Kreditkartenkonto, sodass keine Auslandsgebühren, auf der Kreditkarte also oft 1%, anfallen. Im Übernachtungspreis sind meist Wi-Fi und Frühstück enthalten. Das typische Hotelfrühstück besteht aus Tee, Kaffee, Toastbrot, Schinken, Käse, Dulce de Leche, eine Karamellcreme, etwas seltener Obst sowie Cerealien und noch seltener Eierspeisen. Der Argentinier liebt es vor allem süß. Ja, man sieht mir das Grinsen etwas an bei diesem Punkt, denn Internet habe ich in vielen Hotels leider als eine Art Vollkatastrophe erlebt. Entweder haben die Access Points keinen Internetzugriff oder es ist einfach nur langsam. Auch kommt es oft vor, dass der Access Point nach einem kurzen Internetzugriff, dass man da einfach wieder rausgeschmissen wird. Auch nett ist der Effekt, dass man über den gleichen Access Point zwar Internet auf dem Smartphone hat, aber auf dem Notebook nicht. Also beziehungsweise umgekehrt. Schon sehr komisch. In abgelegenen Ortschaften kommt das Internet zudem über Satellit und ist Beschränkung in der Bandbreite unterworfen. Stellenweise auch des Wetters. Bei dichter Bewölkung bricht die Bandbreite der Satellitenfunkstrecke dann natürlich ein. Bei meiner Reise gab es auch Ausnahmen, aber selbst in größeren Städten glich gutes Internet doch mehr einem Glücksspiel. Daneben besteht natürlich die Möglichkeit für Internet per Smartphone. Die Netzanbieter heißen zum Beispiel Claro oder Telekom. Wer durch Patagonien reist, wird aber kaum eine Netzabdeckung erwarten können. In Argentinien herrscht Rechtsverkehr. Die Fahrweise ist aber nicht unbedingt mit Europa zu vergleichen, obgleich es in Argentinien durchaus etwas gesitteter zugeht als zum Beispiel in Peru. Man fährt aber gern dicht auf und überholt zügig. Innerhalb geschlossener Ortschaften wird mit bis zu 60 km/h gefahren, außerorts mit 60 bis 110 km/h. Die Straßenqualität ist abschnittsweise gut, abschnittsweise, vor allem auch in den Städten, von vielen Schlaglöchern übersät. In mancher Nebenstraße sieht die Straße auch so aus, als würde hier Panzerplatte an Panzerplatte gebaut sein, mit teils großen Absätzen dazwischen. Man sollte also nicht nur auf den umliegenden Verkehr achten, sondern auch auf den Straßenbelag. In den Städten gibt es viele Einbahnstraßen, deren Fahrtrichtung sich nicht unmittelbar erschließt. Man muss stets auf die Schilder der Straßennamen achten, darunter weisen Pfeile nämlich auf die Fahrtrichtung hin. Besonders bei kleineren Nebenstraßen gibt es offenbar keine Rechts-vor-Links-Regel, vielmehr entsteht aus dem Affekt heraus, wer oder welcher Verkehrsteilnehmer denn jetzt nun Vorfahrt hat. Sobald es die Straßenbreite innerhalb von Ortschaften zudem zulässt, wird mehrspurig gefahren, ohne auf die Spurkennzeichnung auf der Straße zu achten. Weiterhin auffällig ist eine recht hohe Präsenz der Polizei oder Gendarmerie. Überland gibt es in dichter besiedelten Teilen Argentiniens etwa so alle 50 bis 80 Kilometer oder spätestens vor jeder größeren Ortschaft eine Polizeikontrolle. Wenn man Glück hat, wird man einfach nur durchgewunken. Wenn es die Kollegen dann etwas genauer nehmen, darf man für einen Alkoholtest gegen ein Messgerät pusten oder man wird nach dem Führerschein, Reisepass oder Fahrzeugpapieren befragt. Die Beamten sprechen natürlich kein Englisch, sondern ausschließlich Spanisch. Im Übrigen gilt, dass man zu jeder Zeit mit Abblendlicht fährt. An Tankstellen wird man durch den Tankwartservice bedient. Für die Tankstellen entlang der Ruta 40 im einsamen Patagonien sagt man auch nach, dass man möglichst jede Gelegenheit zum Tanken wirklich nutzen sollte, auch wenn der Tank noch einen höheren Standort anzeigt. Ab halb voll sollte man schon durchaus mal ans Tanken denken. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass Tankstellen nicht mehr über eine bestimmte Spritsorte verfügen und der Tankwagen erst für den nächsten Tag oder Stunden später erwartet wird. Grundsätzlich sollte man für den Tankvorgang auch etwas Zeit einplanen, weil sich vor den Zapfsäulen möglicherweise lange Autoschlangen bilden können. Meistens sind auch mehrere Zapfsäulen gesperrt und nur eine ist in dem Fall in Betrieb. Bei meiner Reise war an 95% der Tankstellung Zahlung per Kreditkarte möglich. Einkaufen kann man entweder für Dinge zwischendurch in Kiosken, das heißt dann auf Spanisch Kiosco, oder in Supermarktläden, das heißt dann Supermercado. In der Gegend um Bariloche gibt es zudem die Kette Todo, was auf Spanisch alles bedeutet. Weiterhin gibt es die Kette La Anonima. Aber auch in kleineren Städten wie Esquel findet man im Innenstadtbereich einen Einkaufsladen mit guter Auswahl. Bezahlung ist oft mit Kreditkarte möglich. In Buenos Aires ist zudem die hohe Dichte an Kiosken auffällig. Supermärkte heißen hier Market. Beim Thema Essen gehen denkt man beim Land Argentinien wohl als erstes an ein gutes Stück Steak. Tatsächlich bietet die argentinische Küche aber weit mehr. Zu den Basics gehören hier Empanadas, also gefüllte Teigtaschen, ebenso wie Pizzen. Auch von Angeboten mit Hamburgern wird man manchmal wirklich erschlagen. Gut, dass zum Repertoire ebenso Ensaladas, also Salate, gehören. Restaurants findet man vor allem im Innenstadtbereich größerer Städte in guter Auswahl.
In größeren Städten gibt es auch viele Fastfood-Ketten. Die Burger einer bekannten Marke sind für gewöhnlich viel saftiger, man denke hier an das argentinische Rindfleisch, werden frisch zubereitet und sehen auch tatsächlich so aus wie auf den Abbildungen, im Gegensatz zu den Restaurants in Deutschland. Das Preisniveau, wenn man im Restaurant essen geht, kann man so im Bereich von 8 bis 12 Euro ansiedeln, es geht natürlich auch teurer. Im Restaurant ist das Trinkgeld nicht inklusive, oft gibt man so 50 Pesos oder, wenn man der Bedienung etwas Gutes tun will, 100 Pesos. Augenscheinlich, wenn man sich die Bebauung ansieht, ist Argentinien zwar noch eines der wohlhabenderen Länder Lateinamerikas, dennoch ist aber der Wohlstand nicht so ausgeprägt wie in anderen Teilen der Welt. So sagt das Auswärtige Amt, dass es auch in besseren Stadtteilen zu Vorfällen kommen kann. An touristischen Orten wie Salta, El Chalten oder El Calafate sieht man aber oft Leute mit offen getragenen großen Kameras. Die Frau an der Hotelrezeption in El Chalten sagte sogar, man könne die Autos durchaus offen lassen, denn es sei noch nie etwas passiert. Auch zum Beispiel in Bariloche oder Salta sieht man viele Argentinier, die offen mit ihrem Smartphone hantieren. Vielleicht kann man die Aussage verwenden, je ländlicher, desto sicherer. Dennoch plagt Argentinien mit Stand 2018 noch immer eine Wirtschaftskrise. Ein Bekannter in Deutschland, der aus Argentinien stammt, sagte, dass die in Buenos Aires klauen wie die Raben. Das macht sich auch im Stadtbild ein wenig bemerkbar. Von 100% der Passanten, die einen Rucksack tragen, tragen etwa 40-60% diesen auf dem Bauch oder wenigstens seitlich noch mit einer Hand gesichert. In den etwas besseren Stadtteilen von Buenos Aires wie Palermo oder auch Recoleta sinkt dieser Prozentwert auf gefühlte 20%. An touristischen Orten in der Stadt haben manche Touris ihre Kameras offen um die Schulter hängen und oft hat die Stadt Polizeikräfte an diesen Orten postiert. Dennoch sollte man es nicht unbedingt zur Schau stellen. Viele Webseiten verlieren auch noch über den Stadtteil La Boca in Buenos Aires mit seinen bunten Wellblechhäusern tendenziell warnende Worte, aber die kleine Fußgängerzone Caminita ist ohnehin fast nur von Touristen frequentiert. Vom Besuch der Seitenstraßen sollte man aber vielleicht eher absehen. Webseiten berichten von Überfällen auf Touristen in den Jahren 2009 und 2013. Beim Thema Sicherheit seien auch die zahlreichen Schlaglöcher auf den Straßen erwähnt, die man besonders auf Überlandstraßen nicht mit zu hohen Geschwindigkeiten nehmen sollte. Wenn man über Argentinien spricht, dann sollte man vielleicht auch mal die Frage der Routenplanung und Reiselogistik stellen. Bevor man eine Reise plant, stellt sich möglicherweise eben die Frage der Logistik. Diese hängt meist davon ab, was man sehen will. Für Argentinienreisende, die möglichst wenig Zeit auf der Straße verbringen wollen, für ein Land dieser Größe, wäre hier der vielleicht folgende Tipp für 3 oder 4 Wochen. Direkt von Deutschland nach Salta fliegen und dort etwa eine Woche Zeit verbringen, Mietwagen dazu, Stadt ansehen und Ausflüge in die Umgebung. Dann zurück zum Flughafen und nach Bariloche fliegen. Hier mit Mietwagen Bariloche erkunden, über die Straße der Sieben Seen, nach San Martín de los Andes und zurück. Sagen wir 3 bis 5 Tage. Dann zurück zum Bariloche Flughafen und nach El Calafate fliegen, auch hier Mietwagen nehmen, mindestens eine Woche Zeit einplanen. Hier Perito Moreno Gletscher mitnehmen und nach El Chalten fahren, gegebenenfalls Trekkingtour am Fitzroy. Zurück zum El Calafate Airport und von hier per Inlandsflug nach Ushuaia. Mit Mietwagen ja, und etwa 3 bis 7 Tage die Stadt nebst Umgebung auf Feuerland erkunden. Dann Inlandsflug zu den Iguazu-Wasserfällen im Norden Argentiniens. Mietwagen und mindestens 2 volle Tage einplanen. Dann per Inlandsflug nach Buenos Aires und hier ebenfalls 2, besser 3 volle Tage verbringen. Von Buenos Aires dann wieder zurück nach Deutschland. Man könnte ab Buenos Aires gegebenenfalls auch noch per Mietwagen nach Mar del Plata fahren für einen kurzen Strandaufenthalt. Auf jeden Fall sind Inlandsflüge ja in Relation zu Zeit- und Einwegmieten für PKWs allemal preiswerter. Die Strecke von Bariloche nach El Calafate kann man indes auch fahren, aber es gibt eigentlich dort nichts außer nichts. Ich für meinen Teil habe es dennoch gemacht, weil ich einfach Lust auf einen Roadtrip hatte. Wer die große Runde der letztgenannten Anlaufpunkte per Mietwagen fahren will, ja, der braucht sicherlich 5 bis 8 Wochen dafür. Alternativ trifft man natürlich eine Auswahl. Ein Offroad-Fahrzeug ist meiner Meinung nach nicht erforderlich, wenn man auf Schotterpisten einfach langsam und vorsichtig fährt. Das kostet zwar Zeit, spart aber Geld. Die Stadt Salta wird gern als La Linda, die schöne Stadt, bezeichnet. Das bezieht sich vor allem auf den zentralen Hauptplatz mit seinen alten Gebäuden sowie den umliegenden Kirchen. Auch ein Blick vom nahen San Bernardo ist empfehlenswert, auf dem man entweder mit dem Auto oder per Seilbahn rauffahren kann. Die Talstation liegt in einem kleinen Park nahe des Innenstadtbereichs.
Auch klimatisch ist Salta interessant. Die Stadt liegt auf etwa 1100 Meter über Normalnull in einem recht grünen Talkessel, in dem das Wetter auch mal nicht so sonnig sein kann. Fährt man ins Umland hinaus, erreicht man aber schnell Höhenzüge mit bis zu 4000 Meter über Normalnull. Das bedeutet auch, dass man hier aus der Schlechtwetterzone herauskommt und es trockener und wüstenhafter wird. Die Wetterscheide ist oft deutlich daran zu erkennen, dass die Wolken an den Bergen wirklich kleben bleiben. Nordwestlich liegt Purmamarca mit seinem siebenfarbigen Berg. Weiterhin kann man ab dort auch den Salzsee Salineras und den Berg der 14 Farben, den Cerro de los 14 Colores, erreichen. Westlich locken die Eisenbahnviadukte der Strecke Tren de las Nubes, also der Zug in den Wolken, der sich auf Höhen bis zu 4000 Meter über Normalnull hinaufschlängelt. Südlich erreicht man die alte Kleinstadt Alemania mit ihrem historischen Bahnhof und den Nationalpark Las Conchas mit seinen interessanten Bergformationen. Salta verfügt über einen eigenen Flughafen und kann direkt über einen Inlandsflug angeflogen werden. Die Ruta 40, die Straße 40, ist sozusagen Argentiniens Route 66. Demzufolge ranken sich einige Mythen um diese Straße, die Argentinien über mehrere tausend Kilometer vom Norden bis zur Magellanstraße kurz vor Feuerland durchzieht. Im Jahr 2018 kann man davon sprechen, dass sie zu vielleicht 80% asphaltiert ist. Wer sie komplett fahren will, braucht vor allem eines: Zeit. Bei meiner Reise habe ich sie im patagonischen Teil von San Martín de los Andes bis El Calafate befahren. Von San Martín de los Andes, das liegt nördlich von Bariloche, bis hinter Gobernador Gregores ist sie komplett asphaltiert. Die erlaubte Geschwindigkeit liegt meist im Bereich zwischen 80 bis 110 km/h. Der teils noch neue Asphalt verleitet viele Verkehrsteilnehmer dazu, mit bis zu 140 km/h zu fahren. Aber Achtung, auch neu erscheinende Teilstücke haben teils tiefe Schlaglöcher. Man sollte stets auf die Fahrbahn achten und sieht man starke Bremsspuren, auf sichere 50 km/h abbremsen, denn meist kommt dann eine Zone massiver Schlaglöcher. Auf dem Weg von Gobernador Gregores nach Tres Lagos fehlt mit Stand 2018 noch ein ca. 72 km langes Teilstück, das noch eine Schotterpiste ist. Man trifft oft auf Fahrzeuge, die hier mit etwa 40 bis 60 km/h unterwegs sind. Wer keinen kaputten Reifen riskieren will, fährt besser 20 bis 40 km/h. Von Bariloche aus kommend teilt man sich die Strecke auf der Ruta 40 ohnehin am besten so ein bisschen auf. Also ich bin zum Beispiel gefahren von Bariloche nach Esquel, 340 km, von Esquel nach Perito Moreno, das sind 540 km, von Perito Moreno nach Gobernador Gregores, 440 km, Gobernador Gregores nach El Chalten, 330 km, El Chalten nach El Calafate, 250 km. In allen diesen Orten gibt es auch Tankstellen, die mit Stand 2018 zu 95% auch Kreditkarten akzeptieren. Man sollte allerdings aufpassen, denn die Tankstellen haben nicht immer alle Spritsorten und es kann auch passieren, dass man dort einfach mal ein paar Stunden warten muss, wenn nicht sogar einen Tag, um eben wieder Sprit zu bekommen. Ja, manchmal, die Tanklaster da unten müssen nämlich wirklich lange, lange Wege zurücklegen, um die Tankstellen wieder zu versorgen. Am besten ist es auf jeden Fall, gleich am Nachmittag bei Ankunft einen Tankversuch zu wagen. Dann hat man am nächsten Morgen notfalls noch eine zweite Chance zu tanken. Die Iguazu-Wasserfälle sind neben Machu Picchu wohl eines der großen Highlights in Südamerika. Sie liegen direkt auf der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien, nahe der Städte Foz do Iguazu in Brasilien und Puerto Iguazu in Argentinien. Beide verfügen über einen eigenen Flughafen und sind jeweils etwa 15 Kilometer von den Wasserfällen entfernt. Die argentinischen Fälle kann man entweder mit dem Bus oder auch mit dem Auto erreichen. Es gibt einen sehr großen Parkplatz vor dem Eingang. Beim Eingang kann man das Ticket entweder bar oder mit Kreditkarte, Visa oder Mastercard bezahlen. Beim Kauf des Tickets muss der Reisepass vorgelegt werden. Für die Autofahrer hier auch am besten gleich ein Parkticket mitordern, das muss man nämlich beim Rausfahren vorzeigen bzw. abscannen lassen. Etwa 80% der Iguazu-Fälle liegen auf argentinischem Gebiet und der Iguazu-Nationalpark ist auch gar nicht so klein. Noch vor dem Eingang trifft man auf nötige Infrastruktur wie Bankautomat, WCs oder einen kleinen Shop, in dem es Snacks und Getränke gibt. Zwar ist die Ausschilderung im Park recht gut, aber am besten nimmt man sich noch vor dem Eingang sogleich eine Übersichtskarte mit oder fotografiert eine der großen Infotafeln mit dem Smartphone ab. Im Park verteilt gibt es weiterhin immer wieder kleine Shops für Getränke sowie Fastfood, weiterhin WCs
sodass es dem Besucher eigentlich an nichts fehlt. Es gibt auch Spots mit kostenlosem Wi-Fi. Zur Besichtigung sollte man mindestens einen Tag einplanen. Je nach Zeit kann man die Wege zu Fuß ablaufen oder auch auf eine kleine Bahn zurückgreifen, die durch den argentinischen Teil des Parks führt. Zu Fuß läuft man am besten zunächst den grünen Pfad zum ersten Bahnhof, das sind 660 Meter. Von da aus nimmt man dann den gelben Lower Trail, der einen unterhalb der Wasserfälle entlang führt. Der Besucherstrom wird dabei, wie in vielen Teilen des Parks, über ein Metallstegsystem geführt, sodass alles sozusagen ebenerdig zu erreichen ist. Wer vielleicht keine Zeit hat, die brasilianische Seite der Fälle zu besuchen, keine Sorge, auch von der argentinischen Seite kommt man, vor allem beim gelben Lower Trail, auf seine Kosten und kann die typischen Fotos der Iguazu-Wasserfälle machen. Im Übrigen macht es auch Sinn, den Lower Trail zuerst zu machen, weil dann die Sonne vor allem im Morgenbereich so günstig steht, dass sie die Fälle beleuchtet. Bei Bedarf gelangt man vom Lower Trail per Boot auf eine kleine Insel San Martin, die ebenfalls nochmal einen Panoramablick liefern kann. Hat man den Lower Trail beendet, nimmt man sich den Upper Trail vor, von dem man aus nun oberhalb der Fälle entlanglaufen kann. Ist auch dieser beendet, nimmt man entweder den Zug oder läuft zu Fuß 2,2 Kilometer zum Garganta del Diablo, der Teufelsschlucht, wo hufeisenförmig extrem viele Wassermassen in die Tiefe stürzen und die Gischt im Sonnenlicht einen Regenbogen liefert. Je nach Windrichtung kann Kleidung und Kameratechnik hier aber recht nass werden. Mit dem Zug kann man vom Garganta del Diablo dann wieder direkt zum Parkeingang zurückfahren. Wer vorhat, den Park noch einmal am Folgetag zu besuchen, kann das Ticket draußen am Ticketschalter dann noch einmal zusammen mit dem Reisepass scannen lassen, dann kostet der Folgetag nur die Hälfte an Eintritt. Im Übrigen sollte man das Auftragen von Sonnenschutzcreme und Mückenschutz nicht vergessen. Das pulsierende Herz des Landes ist die Hauptstadt Buenos Aires. Für den Besuch plant man mindestens 2 Tage ein. Wenn man das Hotel zentral wählt, sind einige Anlaufpunkte bereits zu Fuß zu erreichen. Das Netz des öffentlichen Nahverkehrs basiert einerseits auf Busverbindungen, andererseits hat Buenos Aires auch eine U-Bahn, die man Subte nennt. Letztere verfügt über mehrere Linien, die fast allesamt von den urbanen Gebieten auf das Stadtzentrum zulaufen. Es gibt lediglich eine Linie, die im Halbkreis das Stadtzentrum umfährt und somit eine gewisse Umsteigefunktionalität bietet. Aufgrund des Streckennetzes ist meiner Meinung nach das U-Bahn-System aber weniger interessant. Für mehrere Fahrten lohnt sich aber eine Metrokarte, die man an vielen Kiosken im Stadtgebiet bekommt und man dort auch aufladen kann. Man kann mit dieser Karte auch die städtischen Busverbindungen benutzen, beim Fahrer gibt es dafür einen RFID-Scanner. Speziell für Touristen hat man durch das Stadtgebiet ein Bussystem geschaffen, welches Buenos Aires in 3 Teilkreisen als Hop-on-Hop-off-Bus durchzieht. Die Busse halten an eigenen Haltestellen und verkehren alle 20 Minuten. An Feiertagen ist die Taktung geringer. Diesen Bus kann man über das Internet bequem per Kreditkarte bezahlen. Während es im Zentrum geschäftig zugeht, sind besonders die Stadtviertel San Telmo, das Herz des argentinischen Tangos, und La Boca ärmere Stadtviertel, die aber sehr reich an Kultur sind. Vor einem Besuch La Bocas sollte man keine Angst haben, auch wenn einige Webseiten darüber eher sicherheitsrelevante Worte verlieren. Nach La Boca kommt man zum Beispiel mit dem Hop-on-Hop-off-Bus mit der Haltestelle Nummer 8. Die interessante Fußgängerzone Caminito ist hier gesäumt mit bunten Wellblechhäusern. Vom Besuch der Nebenstraßen sollte man aber eher absehen. In San Telmo wird auf dem Plaza Dorrego der Tango zelebriert. Umliegend findet man besonders viele und urige Restaurants mit gastronomischen Angeboten und leicht italienischem Charme der damaligen Einwanderer. Auch sonst findet man im Stadtgebiet eine Unzahl an Restaurants und auch eine sehr präsente Kioskkultur, sodass es dem Besucher an nichts fehlt. Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Argentinien. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge bereits anders empfunden habt, sofern ihr schon mal da wart. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben, das möchte ich aber euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst auch nicht diese kleine Glocke mit anzuklicken, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinem Kanal hochgeladen habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.